Hallo, ich heiße Christel van Wieken. Ich möchte Ihnen in der nächsten Zeit immer mal wieder Tipps und Hinweise geben zur Ausstattung mit Spielmaterialien in der Krippe. Das werden kurze Tipps sein, die Ihnen Anregungen geben sollen, selber auf Ideen zu kommen, selber vielleicht einfach die Welt um Sie herum nochmal ganz anders wahrzunehmen, Dinge wahrzunehmen, von denen Sie vorher nicht gedacht hatten, dass die jetzt als Spielmaterial für die Krippe interessant sein könnte. Das heißt, es soll auch für Sie eine Chance sein, nochmal ganz anders unterwegs zu sein, vielleicht nicht nur die Kataloge aufzuschlagen und dort Materialien zu kaufen, sondern so an der Vorliebe von Kindern anzuknüpfen, dass sie gerne mit allem hantieren, was sie umgibt. Und es gibt so einen schönen Satz, der heißt, Kinder brauchen kein Spielzeug, sondern sie brauchen Zeug zum Spielen. Und das gilt natürlich auch für die Krippe. Wenn Sie diese Tipps jetzt sehen und hören, dann erheben die nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Das heißt, es sind exemplarische Hinweise, die Ihnen die Hilfestellung geben sollen, nochmal nachzuvollziehen, nach welchen Überlegungen könnte man eine Ausstattung mit Spielmaterialien in der Krippe machen. Ich empfehle Ihnen, daran zu denken oder vielleicht auch Kinder zu beobachten, wie verhalten sie sich, wenn es nicht klassisch für sie hergestelltes Spielzeug gibt. In der Regel lieben sie die Schubladen, die Kästen, die sie ausräumen können, wo sie etwas hineinfüllen können. Und ich denke, aus diesem Bereich sollte auch eine Grundausstattung an Spielmaterialien für die Krippe bestehen. Kinder sind ja unterschiedlich in dem, was sie interessiert, wie sie mit Dingen hantieren. Und damit sie diese Unterschiedlichkeit auch bedienen können, also auf diese Unterschiedlichkeit eingehen können, finde ich es immer wichtig, auch in der Materialauswahl darauf zu gucken, dass es thematisch unterschiedliche Materialien gibt, dass es innerhalb der Materialien, also der Kategorie eines Materials, auch wieder unterschiedliche Materialqualitäten gibt und vielleicht auch verschiedene Anforderungen an die Kinder, diese Materialien auszuprobieren, mit ihnen zu hantieren. Das kann ich Ihnen ganz gut deutlich machen am Beispiel von Klammern. Wichtig finde ich immer, wenn Sie den Kindern das anbieten, dass sie da eine große Menge von so einem Material haben. Dieses wäre für mich auch noch keine große Menge, sondern große Menge würde heißen, vielleicht so eine große Kiste voll oder noch einen noch größeren Behälter, weil so eine große Menge sehr anregt, also darin zu wühlen, haptische Erfahrungen zu machen. Diese Klammern würde ich dann aussuchen danach, dass es möglichst unterschiedliche Klammern sind. Einmal gibt es diese Holzklammern. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht daran, dass ihre Mütter oder ihre Großmütter die benutzt haben. Mich selbst erinnert diese Klammer sehr an meine eigene Oma, die diese Klammern hatte und ich durfte immer auf diesen Wäschestücken diese Klammern festmachen. Dann gibt es aus Holz auch diese Klammern zum Knipsen. Dann gibt es heute hauptsächlich ja Klammern aus Kunststoff, die dann relativ leicht ja zu bedienen sind. Und diese Kunststoffklammern gibt es dann aber auch wieder in ganz vielen Ausfertigungen. Das heißt, es gibt zum Beispiel solche Kunststoffklammern, die sind also wesentlich breiter, haben ja auch eine breitere Fläche, auf die ich drücken kann. Also das heißt, sind aber dafür etwas größer auch, also erfordern schon ein bisschen größere Hände. Diese Klammern habe ich gefunden, die scheinen direkt für sich an Kinder zu wenden. Das heißt, da ist so ein Gesicht drauf gemalt, sehen aus wie ein Bär. Man kann es nicht genau erkennen. Sie sind schon ein bisschen schwieriger zu bedienen, weil die Klammer relativ straff ist. Ja, und dann gibt es natürlich jeweils noch die Klammern in unterschiedlichsten Farben. Man könnte jetzt einen weiteren Schritt gehen und den Kindern Materialien anbieten, Behälter anbieten, in die sie diese Klammern sortieren können oder in die sie sie werfen können. Transportmaterialien wie Körbe, Taschen, in die sie diese Dinge füllen können. Und dann finde ich ganz wichtig, so ein Material für die Kinder dann auch ansprechend zu präsentieren. Das heißt, ansprechend lecker zu präsentieren. Das bedeutet, sie sichtbar in Behältern in die Regale zu stellen, sodass die Kinder sehen können, was dort angeboten wird. Manchmal macht es auch Sinn, die Behälter danach auszuwählen, welches Material ich präsentieren will. Das heißt, wenn ich jetzt schwerpunktmäßig Holzklammern hätte, wäre es schön, das vielleicht in einen Weidenkorb zu machen. Und Kunststoffmaterial würde sich anbieten, zum Beispiel in einer Plastikkiste den Kindern zu präsentieren. Zusammenfassend
würde ich zu der Auswahl dieser Materialien nochmal sagen, als roter Faden. Kinder sind unterschiedlich, Unterschiedliches braucht Unterschiedliches. Das heißt, immer die Überlegung, wie können wir möglichst vielfältige Interessen von Kindern ansprechen und sie da anregen, mit Materialien etwas zu tun, das auszuprobieren und dann aber eben immer innerhalb einer Kategorie auch die Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu haben, in den Materialqualitäten und in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten, die ein Material bietet. Wenn Sie sich intensiver mit dem Thema Entwicklung des Spiels von Kindern beschäftigen möchten oder auch nochmal Hilfestellung haben wollen, wie Sie insgesamt so eine Grundausstattung in Ihrer Krippe planen, wie Sie möglicherweise Spielmaterialien, die schon vorhanden sind in Ihrer Krippe, wie Sie die gemeinsam im Team reflektieren können unter bestimmten Fragestellungen, schauen Sie in die Beschreibung des Videos. Dort haben wir alle Infos verlinkt.